So, ihr seht, wir sind mitten im Kampf. Ich habe jetzt hier den ersten Part des Scheißkampfes offscreen gemacht, weil den müssen wir nicht nochmal sehen. Vielleicht, wenn wir ihn jetzt zweimal gesehen haben. Wir wissen es jetzt, wie er aussieht. So. Und nun habe ich eine andere Idee. Wenn es jetzt nicht klappt, dann reicht es mir für heute, weil dann habe ich keinen Bock mehr. So, ich greife an. Fang provoziert. Hope heilt. Oder auch nicht. Eins von beiden. Kalavin kack kack. So dauert der Kampf wahrscheinlich 50 Jahrtausende. Ich werde keinen einzigen Stern kriegen. Das ist mir so shit, Digga. Das war jetzt gerade schon wieder zu viel für mich, ja. Ich wüsste, wenn ich jetzt sterbe, ich sag dir, keiner ist mehr sicher. Und dann macht's wieder absolut null Schaden. Es ist unlogisch. Ganz einfach unlogisch. So, Hauptsache ich bin schon wieder fast tot. Hope, heilen. Kalavinka, kack. Alter, was ist das denn? Wenn ich jetzt sterbe, Fang stirbt. Fast okay. Das ist annehmbar. Wenn die anderen sterben, ist es ein annehmbares Übel, als ein viel, viel annehmbareres Übel, als wenn ich drauf gehe. Aber jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein bei dem hier. Ah, und die schwarzen Streifen nerven volle Möhre. Ich hoffe, ich kann hier nach speichern, weil dann ist es gut für heute. Kalavinka-Wichse. Wenn ich jetzt sterbe, Fangstift. Alles klar. Okay. Weiter. Wenn wir es schaffen, das Viech in Schock zu versetzen, sind wir schon mal der Gefahr von irgendwelchen scheiß Überattacken entkommen. Die, please. Die Hälfte Hammer. Wenn ich jetzt sterbe, Fang stirbt. Alles klar. Na, Hauptsache Lightning schlägt mal wieder alles, bloß nicht den Gegner. Der greift an und ich bin gleich instant tot. Ja, ich weiß, ich bin gerade sehr ruhig, aber ist mir gerade Latte, muss ich wirklich sagen. Es ist mir gerade. Wenn ich jetzt sterbe, Fang stirbt, okay. Fang kann sterben. Bitte geh in deinen gottverdammten Scheißschock über. Ich danke Gott, dass Hope fast tot ist. Ja, Hope ist gleich tot, aber das Viech ist vorher gestorben. Ja, 3 Sterne. Es ist mir so egal. Ich war ein bisschen zu langsam. 2 Sekunden. 3 Sekunden, um genau zu sein. Das ist mir so egal. Ich hab's geschafft. Und jetzt verpiss dich bloß. So, jetzt sind wir wieder zu 6.
this sanctum? No. I mean, really. He's serious. We're gonna take down the sanctum and give Cocoon back to the people. The Falci have called the shots for long enough. If we pull this off, it'll be a miracle. Well, good thing Lady Luck's on our side. Nein, ich muss nicht nochmal. Bitte, haut ab von da. Ich habe keinen Bock mehr auf diese fliegenden Dreckdinger. Ah ja, die Eule, wir kennen sie noch. Ich habe ja gesagt, schon einmal, ich glaube, das war in Peace Y, wenn ich dann denke, was die Eule bedeutet, wird mir schlecht. Genau das habe ich gesagt, Wort für Wort so. Und ich bleib dabei. Ich möchte speichern. I also believed that if we stuck together, somehow we could change our fate. Jawohl. Hier sind wir jetzt. Na, das ist ja lustig. Gallant Dicely, the Primarch. So let's survive this first, yeah? Right. Ja, das ist die Tür zum Primarch. Unter dem Menüpunkt Kampfmitglieder lassen sich von nun an im Menü in einen Kampf teilnehmende Mitglieder und die Anführer auswählen. Wird die Auswahl der Kampfmitglieder geändert, so gehen die festgelegten Paradigmen verloren. Neue Paradigmen können mit manuell oder automatisch erstellt werden. Ich scheiß auf dich. So, speichern. Ich lese den ganzen Kack morgen vor. Ich brauche eine Pause. Morgen kümmern wir uns dann um den Primarch Dicely und treten ihm so richtig schön in seinen gepolsterten Arsch. Also, bis morgen.